Hallo Leute, es geht weiter mit Trine und Need Games. Hey! Hallihallo! Und unserer dritten Session heute Abend geht es weiter. Ich habe den Hebel benutzt, der hier war, den habe ich noch vergessen gehabt das letzte Mal. Und ja. So. Komme. So. Ach, die Gerüche werden mit jedem Schritt immer fauler. Wir müssen jetzt in der Nähe des Turms sein. Und dann. Okay. Ah, das ist Level 10. Geht mal dahin. Unsere Helden brachen durch die Tore zum Turm des Bösen und betraten die Schmiede, in der die Untoten ihre Waffen und Rüstungen fertigten. Auf sie herabschauend stand der Turm des Bösen hoch und bedrohlich. Dies war das Herz des Bösen. Okay. Das Herz des Bösen. Das ist nicht gut. Dieser Geruch erinnert mich an eine Waffenschmiede. Ha! Ich habe die beste Waffe von allen. Ja, natürlich. Wer sonst? Wow. Okay, warte mal. Nee, das ist, geht im Takt. Wir gehen schon weg. Man muss sich nur die Reihenfolge merken. Das ist richtig. Aber man kann es auch einfach umgehen. Oh. Da ist noch mal einer. Da ist noch ein Skelett. Ja, kommt ruhig, ich habe meine Explosionspfeile. Ne? So. Was haben wir denn hier schon? So, Mann, ich bin so verrückt blöd. Atombombenpfeile. Oh no! Magier tot. Atombombenpfeile. Ja. Hat etwas gedauert, bis ich den verstanden hatte, aber. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Natürlich die Frage, wo es weitergeht. Man kann nicht sterben. Ich bleib bei der blauen Kugel. Da ist oben auch eine blaue Kugel. Wir wissen, wie man da hinkommt. Ach so. Demnach geht's also rechts weiter. Ja, und oben geht's auch hin. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach, du bist schon rechts. Ich bin weiter rechts als ich. Ja, aber man konnte auch nach oben. Das ist der Trick halt. Ach da, guck mal, da bist du ja. Ja, da bin ich. Ja, und man kann auch nach links, aber da ist dann ein Tor. Da ist das dann zu. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Solche Geschichten machen die wieder. So voll tricky und so. Ah. Warum macht das eigentlich immer mit uns? Also hier ist ein Tor und keine Ahnung. Sturmhammer! Bam! Wow! Reißt gleich alle Plattformen von meinem Magier. Okay. Alles klar, Leute. Alles klar. Kein Spaß. Alexis hat die... Ich hab den Dreh, glaube ich, langsam raus. Atompfeile und den Sturmhammer. Atomhammer entdeckt. Oh mein Gott, ey, was mache ich hier? Also das habe ich jetzt bewegt, das ist sehr gut. Ändere sich auch mal weiter runter. Wow! meinst du, es geht hier rechts weiter, oder? Na, ich habe da gerade mit dem Pontius, da habe ich was. Ich glaube, wir müssen nach unten. Du meinst, wir müssen nach unten? Ja, wir müssen nach unten. Gerade als ich gerade wieder oben war. Nee, wir müssen nach unten.
Jetzt? Jetzt sterbe ich. Okay, dann gehe ich mal wieder nach oben und... Achso, komm. Komm schon. Sie kann doch da ihren Enterhaken dran machen. Jawohl. Da ist aber noch... Moment, da kann ich ja noch nicht... Ich bemerke das ja jetzt erst. So, ich mach den Hebel und jetzt geht das Tor oben links auf, was vorhin zu war. Na toll. Jetzt können wir da also wieder hin. Okay. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Du hast es geschafft, ein Glück. Na? Weil sonst... Also, die Verwirrung ist im Augenblick eher mein Problemchen. Autsch. Ja, die Frage ist, wie komme ich hier bitte jemals weg? Ach so, das bewegt sich jetzt hier unten. Sich auch hier oben. Ja, dann brauche ich ja noch rübertuckern. Juhu! Wenn ich sowas schon höre, so am Spiel, so... Dann kann ich mir das bildlich wieder vorstellen, ey, so. Ja, wenn du die vierte Plattform einfach abschließt, weil du sie so kurz gemacht hast. Ah. Die halten jetzt auch einiges aus, diese Skelette. Ja, aber nicht mit mir. Soja ist ein bisschen sauer. Die Soja ist sauer. Irgendwann reicht's auch mal. Wir wollen das Shrine jetzt endlich finden. Genau. Aber wir spielen das. Ich spiele echt schon lange, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange. Wahnsinn. Also gut, wir haben jetzt echt lange Pausen auch gehabt, aber mal abgesehen davon muss man sich schon. Sind doch mehr Parts geworden. Also genau, vom Umfang habe ich mir das doch schon kürzer vorgestellt gehabt. Ich auch. Ich habe keine Ahnung, wie man den Scheiß-Trank rankommt. Vielleicht ja von oben, später links. Vielleicht runter. Mit der Schwebeplattform? Nee, ich glaube, man muss da bestimmt hinterher links runter oder so. Ich hätte hier was ja, zum Schweben. Ja, ja, okay, das geht natürlich auch. Ja, okay, hast recht. Ja, okay. Ja, okay. Immer diese rechthaberischen Mitspieler. Ich dachte, das ist so tricky und man muss ganz nach oben und dann links sich runterfallen lassen, dann kommt man da an, weißt du, so. Mach's doch mit ein bisschen Magie. Geht nicht immer so. Geht nicht immer so schnell, aber kommt man halt manchmal auch zum Ziel. Och nö. Ach komm. Mist. Tot. Wer hat denn da jetzt hier gelacht? Das ist der Tod. In die Zauberkugel. Nee, mir die Playback-Schuhkugel. Entschuldigung. Ah. Ich muss in die Kugel, sorry. Weil sonst kann ich mit ihr nicht mehr spielen. Und ich kann nur von rechts runter. Jetzt hör doch mal auf damit. Nur um dich zu ärgern. Das ist doch aber gar nicht schwer. Du musst doch auch nur dich von der Plattform nach oben holen lassen. Warte doch einfach, bis sie hochkommt. Ja, gut. Auf einmal machst du einen auf Geduld. Ja, du hängst ja da fest. Das ist total jetzt hänge ich total fest. Ich komme schon. Zeit für noch ein Gläschen Cola. Tu das. So. Deine Plattform wird... Okay, das kannst du natürlich machen. Aber es geht, glaube ich, so... Dingens, ja, ich fall aber da immer bei dem Loch da rein. Das ist wichtig. Oh, kennt ihr das, wenn ihr was mit Kohlensäure trinkt? Und dann kriegt man was und dann geht die Kohlensäure so ein bisschen in die Nase, weil man zu schnell... Wenn man das so in die Flasche macht und zu schnell trinkt, schon bevor die weggesprudelt ist. Schön, dass du uns dieses Gefühl so gut beschreibst. Kohlensäure eingeschnüffelt. Hey, da kommt die Schwebeplattform.
extra für uns angeliefert. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, oben rechts. Oben rechts, meinst du? Durchs Feuer durch? Ja, klar. Bisschen weiter nach unten wäre nicht schlecht. Jetzt kommen wir da nicht rauf. Okay, mach ich gleich. So. Dann versuche ich jetzt mal das Feuer da oben abzuhalten. Schwierig, gell? Alles gleichzeitig zu machen ist schwierig. Ah. Okay. Bleib. Und tot in die Lava gestürzt. Immer diese ungeduldigen Leute. Dann hätte ich dich nämlich jetzt einfach hochgezogen mit dem Teil, weil das ist ja aus Holz. Dann kann ich natürlich das abwehren. Abgewehrt! Ja, aber, du musst, komm mal wieder rüber zu mir. Das müssen wir ein bisschen besser timen. Wie die Schrauben dann noch wegfliegen. Ja. Und irgendwo da drinnen ist Soja gestorben. So. Das war's mit ihr. Also sie hat gut durchgehalten. Jawohl. So. Und die nächste Kugel. Sehr schön. Jawohl. Da kommen sie wieder, meine Feuerpfeile, zum Einsatz. Oh, ich habe es sogar geschafft mit dem Magier. Unglaublich. Es war fast draufgegangen. So. Ja. Und da ist eine Hammerfaust. Läuft. Das ist eine Hammerfaust. Kann ich die irgendwo dagegen deppern? Ja, das ist die Frage, ob es was bringt. Da ist gar keiner mehr und wir ballern voll drauf. Da ist aber jetzt wieder jemand. Ja, wie ich darin kann, weiß ich noch nicht. Oh, sehr schön. Mann, das ist mir doch aufgefallen, du. Aber da hallo. Ist mir was aufgefallen. So, ich bin an der Flasche. Ja. Mensch, da habe ich mal Glück gehabt. Da hast du aber mal was. Nein, das war jetzt, du. Das eiserne Training. Das muss ich auch mal bezahlt haben. Genau. Schießt du schon wieder Tornado-Pfeile oder Nee, aber hier unten ist noch eine Kiste mit zwei Dingern und ich frage mich, wie man da rankommt. Unter dir ist eine Truhe mit zwei Flaschen. Ich habe keine Ahnung, wie man da rankommt. Und vielleicht von der anderen Seite. Nee, da geht's von der anderen Seite geht's auch nicht. Ja, aber das kickt die nur weiter. Vielleicht noch mal. Ich versuch's mal hier unten mit Pontius. So zerstört Pontius meine Pläne. Ich glaube von der anderen Seite wohl. Aber da ist auch irgendwie kein Durchgang. Also die Flaschen kann ich jetzt zumindest mal rüber. Ja, aber das... Nach unten drücken. Reicht nicht. Die Flaschen werden jetzt unten. Wie gesagt, von unten rechts glaube ich. Aber ich weiß noch nicht, wie man nach unten rechts kommt. Ich glaube, das kann man erst später. Aber man muss es sich halt merken, dass da... Ich glaube, guck mal, mit dem Magier hier, da ist so ein Gewicht dahinter. Ah ja. Wenn du das mal kaputt klopfst, dann geht schon mal das da, weißt du? Einmal hoch und runter. Und fallen lassen. Einfach fallen lassen? Ja. Jetzt ist sie schon mal unten. Okay. Aber, nee. Weil wir müssen ja irgendwie nach unten kommen, so, weißt du? Weil... Mhm. Also ich bin jetzt mal links oben, weiß nicht, ob es da weitergeht. Ja, und ich bin schön eingesperrt, weil du alles hier verkeilt hast. Kleinen Moment. Einmal eine Entkeilung, bitteschön.
Waffen. Brauchst du noch irgendwas, oder? Ich komme hier nicht raus. Okay. Dankeschön, weil du hast alles hier zugemacht. Moment, dann werde ich das mal alles bewegen. Ich dachte, ich hätte dir geholfen. Was habe ich denn alles zugemacht? Ja, du hast da überall alles. Jetzt ist das Schwebeding war ja auch nicht gerade da. Es war ja an einer anderen Stelle. Ich kam genau, nicht das habe ich. Das habe ich jetzt wegbewegt. Ja. Genau. Musst du doch einfach was sagen. Dann hab ich doch. Ich komme nicht raus, ja, hab ich gesagt. Ich habe was wegbewegen. Ich dachte, das hätte schon gereicht, weil dann kein Kommentar mehr kam. Nee, aber trotzdem weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Also das ist wirklich ein Mysterium mit der Truhe. Weil ich meine, den wenn ich bewege, dann hilft ja auch nichts, diesen Stein, den ich da habe runterfallen lassen. Der bewegt ja auch nicht wirklich was. Premiere, ich warte mal auf die Alexis. Du sollst mal schön weitergehen. Du brauchst nicht auf mich warten. Ach so. Bin ich bei dir unten. Ja. Oh, ist die Olle wieder tot, ey. Wer hat die denn wohl umgebracht? So. Ich hab hier irgendwas geöffnet. Irgendeinen Hebel bewegt. Die Büchse der Pandora? Ich weiß es nicht. Aber du spielst alleine. Ja, und da unten ist Feuer und Stacheln und alles, was so Spaß macht. Ja. Ja, dann werden wir mal versuchen, hier zu überleben. Na, ich habe einen Hebel bewegt, weiß nicht warum. Der bei dir rechts was bewegt haben müsste. Vielleicht kommt man ja jetzt an die Truhe. Guck mal nach. Moment, geh mal nach rechts und guck mal. Nach rechts, dann sterbe ich auch. Jetzt schauen wir erstmal, was links ist. Ja, da habe ich den Hebel gemacht. Achso, ist dann nur der Hebel? Weiß ich nicht. Ich bin da gestorben. So, da sind nicht mehrere Hebel. Ja, okay. Das sind mehrere Sachen, die sind ganz lustig. Der Needgang, das schafft er schon. Nö, das schafft er nicht. Kein Problem. Habe ich nie behauptet. Das war ja auch ein Show. Ja, habe ich schon verstanden. Oh. Ja. Oh ja, komm, weißt du? Mieses Spiel, du. Wir mochten dich noch nie, du Spiel. Wir wollen doch nicht wieder nach links, oder? Oder ich weiß es nicht. Ich weiß langsam nicht mehr, wohin. Ich auch nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach überall um. Warte mal. Es ist jetzt frei mit dem, wo wir nicht weiterkamen durch den Hebel. Also geht es rechts weiter, nur so als Typ. Das ist ja nett. Weißt du, hier habe ich die Tränke jetzt eingesammelt, aber oben ist die Truhe. Warte mal. Ich glaube, da kann ich doch... Nein! Nein! Nicht nach unten, nicht nach unten, nicht nach unten. Nee, da ist ein Skelett. Das ist kein... Ich bleib oben. Bleib oben, weil da ist... Da kommt... Ich wollte oben bleiben. Mann, weil da war die Truhe. Jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Scheiß. Aber das Skelett hat mich nach unten buxiert. Ja, ich bin nämlich von da unten geknallt und oben war gerade die Truhe. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert die Alexis. Ja, weil da die Truhe war. Ja, die Truhe. Die Truhe. Was soll ich sagen? Kann ich den da... Wow, boom. Hey, du bleib mal da. So. Ah ja, so macht man's. Oh. Ah, Mann. Ich bin beim blauen Dings. So.
Oh Mann, oh! Ich will da das scheiß Trank haben. Warum machst du das alles kaputt, was ich da aufbaue? Ja, Manjo! Mir egal. Alles ja, mit Scheiße. Aggressionen, da wird alles viel, viel besser. Es führt zur dunklen Seite der Macht. Denk ja! Okay. Weißt du, was ich scheiß jetzt auf dich. Scheiß jetzt auf den Trank. Wie denn, wenn du nicht hinkommst? Richtig. Ist der da oben rechts, oder? Ja, Schwebeplattform. Ja, genau. Dreieck-Dingens. Dreieck-Dingens an die Macht. Du? Ja. Tot. Ja, das findest du lustig, ne? Ja, tot. Ich? Und im Hintergrund immer... Endlich erwischt sie es auch mal. Ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt für dich als Kletterin. Ja? Nein, das ist für mich nicht als Kletterin einfach, weil das einfach scheiße hier gerade ist. Ah. Langsam. Das ist doof. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der hier... Ja, das wird klappen. Mit Geduld. So. Genau. Also nochmal von vorn. Das war jetzt Lektion 1, Leute. So macht man es nicht. So auch nicht. Also entweder gehst du jetzt nach links oder du springst jetzt nach oben. Ich bleib einfach hier. Genau, du bleibst einfach hier. So. Der ganze Scheiß muss mal kaputt gemacht werden. Ja. Oh Mann, jetzt werde ich angerufen. Das ist total unpassend. Oh, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ich könnte natürlich auch nebenbei telefonieren. Ich würde dir empfehlen, dann das Mikro auszumachen. Weil, Das kann ich nicht, wenn ich in der Aufnahme bin. Das, das ist ja doof. Es ist immer so, ne? Jedes Mal, wenn wir aufnehmen, werde ich angerufen. Aber ich wurde den ganzen Tag nicht angerufen. Aber immer dann. Ich hab die Flasche, Ja, sehr schön. Das hast du gut gemacht. Und ich bin tot. Tausend blaue Kugeln. Und wenn man ich glaube, jetzt geht's wieder los hier. Das ist... Nein. Verwirrung. Wer ist jetzt wer? So. Bam. Da bist du nervös, du Scheißskelett, ne? Das verstehst du nicht. Sammelst du auch irgendwelche Sachen ein? Oder ist es, weil du da unten so... Rumeierst oder eierst du nur wieder? Ich eier nur wieder. Ach so. Ich eier nur mal wieder wie gewohnt herum.
Bald haben wir bestimmt wieder ein Level up hier. Mit den letzten Punkten. Ich könnte mir vorstellen, dass das die letzten sind. So, ich habe alles eingesammelt, glaube ich. Komm mal wieder runter. Ja, nee, meinst du, es geht unten weiter? Nee, da war noch nichts. Ach, selbst wenn ich scheiße. Meinst du, es geht hier unten weiter? Ja, geht da rechts weiter. Das heißt, aber ich muss nur den Hebel finden. Ich wollte gerade sagen, da muss ja irgendwo ein Hebel sein. Da muss ein Hebel. Warte mal, den werde ich finden. Nein, da rechts ist eine Druckplattform hier oben. Wo denn hier oben? Rechts von uns. Siehst Ach du so? Das? Sieht okay. aus wie eine Plattform. Könnte sein, vielleicht. Ja. Ich guck mal. Guck mal. Ja, ich... Ja, warte mal. Wenn ich das hier nämlich runterklicke... Oder auch nicht. Warte mal. Nee. So. Genau. So, und jetzt, Nein, ich mach schon wieder alles scheiße. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, das sieht schon wieder nach Gegner aus. Das auf der anderen Seite von der... Nein. Warte, die hole ich mal runter. Warte, da hole ich noch eine Kiste. Okay, das hat nichts gebracht. Das war eher scheiße. Lassen wir das lieber mal. Oh Mann, oh! Das hätte ich jetzt auch nicht besser sagen weißt können. Weißt du, das Spiel, das ist manchmal echt einfach nur scheiße, ganz ehrlich. Ja, Leute, ein tolles Spiel, aber manchmal einfach total scheiße. Ist doch so! Es kann echt Spaß machen, aber es ist auch manchmal einfach nur... Mann! Dafür ist die Kiste da, Leute. Dafür ist die Kackkiste hier. Weil ich hier einfach mal feststecke. Jetzt schwenk doch einfach mal. Ja, genau, Mädchen. Genau. Ja, bist du zu dumm zum Schwenken mal, ne? Einfach zu blöde, da durch die Lücke zu kommen. Ja, komm. Komm, noch. Wir haben noch ein paar Minuten. Dann ist der... Oh Mann! Ding, ding! Das regt mich jetzt echt auf hier. Wieder mein Monsterhammer aus Aggressionswut. Hüa! So. Mit Ruhe und Geduld würde der Need Game sagen. Aber ja, es geht einfach mal nicht. Oh Gott, endlich. So, und jetzt haben wir hier so ein paar Plattformen. Das ist was. Was soll denn das? Geht's aber. Nee. So, jetzt können wir hier toll was drücken und ja, was passiert ich weiß auch dann? Nicht. Ist ja mal spannend. So, mit ein bisschen mehr Power, genau. Bam. Noch mehr Power. Ja, meinst du, es geht links oder rechts weiter? Ja, du sollst auf beiden, glaube ich, damit es so richtig mal runterhaut. Warte mal, hier sind nämlich nach so... Nach links, ich laufe nach rechts. Schau mal, hier sind nämlich so Blöcke. Und ich könnte mir vorstellen, dass man die nämlich da platzieren kann. Ja, das kann natürlich sein. Und dann sollst du die da durchhauen. Und könnte es sein, dass man jetzt hier... Ah, wenn man auf allen dreien nämlich gleichzeitig draufsteht. Ach so, du hast irgendwie voll rumgerätselt, während ich hier rumbaumel stundenlang, ja dann. Genau. Mit Geduld und Ruhe. Ruhe, friedliche Spiele, Leute. Aua, Mann, und ich krieg schon wieder Stahlkugeln auf den Schädel. Oha. Feuerio. So. Und tot. Ja, ich überlege gerade noch, wie man da vorbeikommt. Und
Nein, ich muss den blöden Ponzio spielen. Der kann das doch nicht. Ja, finden gleich wieder eine blaue Kugel. Die ist nämlich... Dem komme ich nicht klar. Die blauen Kugeln sind nämlich jetzt gerade wieder sehr... oder reichlich vorhanden, finde ich auch. Also alle paar Dinge ist eine... Aber das ist jetzt aber auch hier übel. Ich sterbe freiwillig, will dir zugucken. So Leute, das ist Meat Games im Action-Maction. So. Der hier versucht mit einer Art Puzzle hier durch die verschiedenen Fallen durchzukommen. Und es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Aber... Weiter! Jetzt bekommt er auf einmal ein bisschen Angst. Okay, da drüben du schaffst es. Wir wissen zwar nicht, was noch oben ist. Egal. Weiter. Bis zur blauen Kugel. Mach dir doch eine Schwebeplattform. Ja, da ist ein Skelett drüben. Das wollte ich eigentlich gesagt erstmal ausschalten. Indem du es wieder zerquetscht. Genau. Das finde ich immer voll gut. Dankeschön. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie weit reicht denn meine... Ha, schön. Meine Plattform. Ja, okay, da zermalmen sie es. Pass aber über dir auf. Das reicht. Ja, da muss ich beeilen. Da muss man sich beeilen, genau, okay. Ja. Wuhu, blaue Kugel, schnell! Wah! Mitten ins Geschehen. Jawoll. Schöne Sache, okay. Wuh. Einmal Applaus für Neat Games. Danke. Wuhu. Und da oben ist eine grüne Flasche irgendwie eingekalkt. Die holen wir aber runter, hätte ich gesagt. Genau. Ja. So. Wieso kann ich mich denn da mit dem Enterhaken nicht von Dingsen? Kannst du doch. Ja, aber nicht links. Keine Ahnung. Also. Nicht links. Macht ja nichts, wir haben ja die blauen Kugeln. Die ist immer praktisch. Wenn sie in Reichweite ist. Oh, und wieder in die Lava gefallen. Oha. Ein bisschen doof. Okay. Okay, was meinst du? Du kommst ja immer weiter rum als ich. Was meinst du? Wo geht's weiter? Links oben? Rechts oben? Rechts. Und wieder tot. Ja, Leute, bevor ich hier noch weitere 100 Male sterbe, sehen wir uns im nächsten Part von Trine. Schaltet wieder ein bei Trine. Bis dann. Mit Games, Mains, Dings. Tschüss. Ciao.